Die Leiden des Kapitän Toad. Damit herzlich willkommen zu Captain Toad's Treasure Tracker Folge 13. Mein Gott, schaut hier schön aus in diesem Pilzland. Süß. Wingo, wo du wohl wieder hin willst? Mit dem Stern, der uns gehört, du diebische Elster. Gut, 4 neue Level. Dann schauen wir noch mal. Multiplattform-Baustelle. Okay. Sogar mit diesen, glaube ich, Luftgreifern heißen sie. Flattergreifer, irgendwie sowas. Auf jeden Fall. Ja, here we go. Oh nein, Multikirschen. Ah! So, schaffen wir uns erstmal ein paar von den Viechern vom Hals, würde ich sagen. Also ich meine, wenn wir schon die Möglichkeit haben, dann machen wir das auch einfach mal. Wie fleißig er halt auch zieht. Sehr schön. Wir gucken uns erstmal um, ne? Okay, wir brauchen da unten 3. Also da müssen wir sowieso dann noch hin. Das ist ein Pilz. Gut, den brauche ich jetzt an der Stelle eh nicht mehr. Ah, okay. Ah. Kann ich nochmal einen von denen ausschalten. Und dann mache ich das auch mal. Schluss die Aufgabe, ich schalte keinen aus. Ich kann nur eins sagen. Ihr könnt mich mal einschalten. Okay, machen wir schon mal. Nein, ah, okay, ich bin darauf und drauf gesprungen, auch nicht schlecht. Können wir mal machen. Erstmal hier erstmal ordentlich vorbereiten. Naja. Dann fliegen wir weiter. Ich hoffe, das war eine. Nein! Ach. Jetzt, ha! Nicht schlecht. Okay, Mr. Scheiger ist am Start. Okay, da oben ist auch noch einer. Na gut. Dann komme ich. Okay, das könnte, man könnte so zum Stern gehen, das wäre aber langweilig. Jetzt warte mal. Ah, okay. Machen wir uns erstmal den Weg frei, ne? Warte mal. Wir können ja ein bisschen Tricks hin. Ich weiß, es ist jetzt irgendwie recht langweilig, aber hey. Wenn man kann, dann kann man. Auch wenn er Herr Frau heißt, was? Keine Ahnung. Okay, warte mal, ach, da oben ist noch. Erstmal alle Gegner ausschalten. Vielleicht ist es ja auch eine Aufgabe. Alle Gegner ausschalten. Sehr gut. Für alles andere brauche ich dann irgendwas von hier. Okay. Jetzt holen wir uns aber erstmal die Toads, die wir brauchen. Ich weiß, das ist mir jetzt super easy gemacht. Das ist mir zu dritt. Ah, da war die Dreierplattform, okay. So, dann wollen wir ja doch alle
ins Ziel bringen, ne? Die zusammenbringen jetzt, ja. Sehr gut. Ach so. Ah, okay. Das passt an sich dann schon erstmal. Jetzt sind wir zu fünft. Wo brauche ich denn fünf Toads? Keine Ahnung, ich 5 Toads brauche. Toll. Was ist die Sammelstelle? Das ist die Sammelstelle der Toads, okay. Oh mein Gott. Okay, allzu viele von denen haben wir gar nicht mehr, okay. Na ja, super. Noch sind alle da, ne? Ja, okay. Oder auch so. Aber alle Toads waren da. Vielleicht heißt es auch, verliere keinen Toads oder so. Habe es geschafft. Level zu 5 beenden. Yes! Doch nur wegen meiner Taktik, die Gegner vorher auszuschalten. Yes! Ja, das wollte ich jetzt schon so machen, dass ich die nicht mehr verliere, die Toads. Aber wir haben gesehen, der Original-Toad ist unten geblieben, ne? Oder unten stecken geblieben. So, jetzt müssen wir erstmal den Bums hier finden. Schauen wir mal, ob ich den irgendwo gleich mal hören kann. Und falls muss ich das Ganze einfach nochmal so machen wie gerade eben. Bis jetzt nicht allzu schwer war. Nein, ah, auch werfen, verdammt. Das war schon cool, wie halt auch die Pflanzen da. Auseinander nimmt, sag ich mal. Da unten nochmal. Ach, das war der Block, ne? Das ist der Block Zerstörer. Okay, also wenn man sich gut anstellt, kann man auch so den Ding zerstören. Ah, jetzt höre ich den Toad schon mal hier oben. Ah, das ist er. Sehr gut. Ich habe das Wingo-Suchschild gar nicht gesehen vorher. Oder gesucht. Schild sei schon. Plakat. Plakat. Nicht gesehen. Aber immerhin. Mein erfolgreicher Run in Level 10. Verwinkelte Ausklapppfade. Oh. Das wird wieder so ein Level. So hart asozial. Genau, das dachte ich mir nämlich gerade.
Setzt sich bestimmt wieder hart ein. Winkel. Nein! Ah. Alles machbar, wenn man schnell genug ist. Okay. Wir haben schon mal den ersten Diamanten. Das ist ja schon mal gut. Du musst nochmal Münzen sammeln, weil Leben und so, ne? Okay. Na, Mist. War es wirklich bloß ein Weg für den Diamanten? Wenn ja, okay. Wenn nicht, nicht so cool. Wann haben wir den? Der Stern ist da oben. Okay, also es wird noch ein langer Weg. Es wird noch ein langer Weg. Hoffentlich weniger Fels. Jetzt gerade eben. Ah. Okay, das ist bestimmt da oben der Ding. Okay, das ist der Sternenweg. Okay, wir haben die Münzen eingesammelt und die Diamanten. Warten wir bloß mal wieder, bis die da sind. Ich hätte es eigentlich fast noch schaffen können. Aber okay. Pixel Toad selber könnte ich mir vorstellen, dass auch einer von diesen Zinnen da ist. Oder diesen... Wie nennt man das eigentlich? Zwiebeltürme, glaube ich, oder? Da war doch bestimmt noch irgendwas, oder? Wenn ich da runtergehe. Ein Grund, warum ich die Treppe runtergehen kann. Es gibt bestimmt einen Grund, warum ich die Treppe runtergehen kann. 45 Münzen gesammelt. Habe ich das? Nein, habe ich nicht. Okay, machen wir es nochmal. Ist ja nicht allzu schwer. Time for Adventure. Warum kann ich die Treppe da runtergehen? Das sehe ich jetzt noch nicht. Okay. Zack, 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 zack. Fast heruntergefallen. Ist da noch irgendwas? Nö. Doch, natürlich ist da noch was. Hahaha. Okay, so kriegt man die Münzen auf jeden Fall zusammen. Meine lieben Liebenden, so. Hier wieder. Okay, der führt das schon zur Treppe zurück. Gut. Okay. Jetzt wird bloß ein Weg zu den Diamanten, der dich total verarscht. Obwohl, total verarscht kann man eigentlich gar nicht sagen. Dann kommst du ja zeitmäßig wieder zurück, eventuell. Was haben wir gebraucht? 45, ne? Gut, die kriege ich auf jeden Fall da oben. Da habe ich jetzt hoffentlich nichts mehr verpasst da drin. Ne, da ist leer. Das Haus ist leer. Ich wusste schon, dass da... Vorsichtig, ja. Und wenn, dann holen wir jetzt alle Münzen. So. Einfach nur, weil wir verrückt sind. Weil ich genug Assassin's Creed gespielt habe, um zu wissen, dass ich hier nicht runterfalle. Nein, nein. Das unten, das ist alles Strohhaufen. Ja, ja. So, jetzt aber. Ah.
Sehr schön. Mehr als 45 Münzen habe ich gesammelt. 56 sogar. Sehr gut. Und wieder ein Rätsel. Wer ist ein Rätsel? Wieder ein Münzsammelspiel. Und jetzt holen wir uns den Pixeltoad. Der, ich frage mich wirklich, überall sein könnte. Heißt, wo ist er jetzt? Ach, shit. Das wäre zu einfach gewesen. Na gut, dann gehen wir mal da. Da ist er doch. Ha! Das war ja wieder einfach. Sehr gut. Ich glaube, aus dem anderen Winkel hätte ich ihn kaum noch bekommen. Also, wenn ich vorne geblieben wäre, auf den ersten zwei Türmen kein Thema, aber sonst... Hm. Die Blockfestung in der Wüste. Ja, hau her. Und das Level gerade eben war leichter, als es aussah auf dem Bild. Time for Adventure. Oh Mist. Ach. Ha, komm, schießt. Mach den kaputt. Wieder alles kaputt. Jetzt geht es erstmal wieder darum, für mich zumindest, im ersten Durchlauf die Diamanten zu kriegen und ja, natürlich auch die Sterne. Ja, den Stern. Die Stelle wäre schön. So, erstmal alles kaputt, was ich kaputt geben kann. Beziehungsweise, dass ich kaputt machen kann, sagen wir es mal so. Sammeln, was das Zeug hält. So, da. Hi Jungs, was geht ab? Alles cool in Kabul, als Roger in Kambodscha. Noch einen Weg finden, wie es da hochgeht, ne? Ich glaube, rechts war, glaube ich, ein Weg, ne? Ich glaube, rechts war, glaube ich, ein Weg. Das ist auch ein Deutsch, du. Ah, will ich gar nicht drehen? Das Crowpilz. Okay. Ja, ich weiß schon, wo da einer ist. Ah, so kommen wir zum ersten Diamanten. Sehr cool. Nein, nicht gesehen. Sehr gut. Na super, jetzt muss da die... Ding auch noch frei machen. Den Weg. Nur das halt nach da hinten den Weg irgendwie frei. So. Ist er frei? Der ist frei. Sehr gut. Alles frei. Ja, die roten Kugelwillis haben mich jetzt schon ein bisschen überrascht. Auch ein bisschen, ne? Ja. Die hat da oben jetzt rumschwimmen. Ich muss da wirklich mit der Kanone den Ding treffen, ne? Kannst du mir erzählen, was du willst, aber... Vielleicht da oben? Treffe ich den? Nee.
Das sind so generell sind die ja unbesiegbar. Das ist ja doof. Nein! Oh, na, war ich jetzt abgelenkt vom goldenen Pilz? Tschüss mit euch. Gott, das Level ist aber auch ein hartes Stück. Polygonarbeit. Ja, ja. Jetzt eigentlich nur, weil ich dumme Fehler mache. Und ja. Dieses Millimeter arbeiten, was halt nicht so gut ist. Boah, jetzt treffe ich den blöden Block nicht oder was? Hetzer. Gut. Du musst jetzt den anderen auf jeden Fall machen. Nicht da lang. Das ist schon mal gut. Alter, den wollte ich doch ja auch noch. Gott, komm schon. Okay, ist auch lustig. Dass ich die Münzen da hinten treffe. Gut, jetzt gehen wir den gleichen Weg wie vorhin nochmal. Kommt's her. So, dolle, meine Damen und Herren. Das war ein Wunderpilz. So, der Crow-Pilz. Nennt mich Crow. Up-Pilz. Jegliche Anspielungen an irgendwelche Rapper aus dem deutschen Rap-Raum sind unbeabsichtigt. Beabsichtigt worden. So. Ich frage mich, wie ich an einen Pilz, an einen Diamanten kommen soll. Ah, okay. Kann ich mir so holen? Ist ja ganz cool. Ja, komm. Das weiß ich nicht, wie ich ihn holen soll. Oh, ach komm! Gut. Zwei Diamanten, einen hole ich noch, das schneide ich aber rein. Ah, jetzt endlich, nach 1000 Millionen Versuchen. Mein Gott, dann sehen wir uns gleich wieder beim Stern. Ja, endlich am Stern. Ah, goldenen Pilz gefunden, den Stern, endlich die letzte Rübe da, beziehungsweise die letzte... Nicht mehr als 10 Rübenschüsse. Ach, come on. Was wollt ihr von mir? Okay. Ach, immerhin haben wir es trotzdem geschafft. Ich dachte, der goldene Pilz war es. Nein, war es nicht.
Da muss ich wahrscheinlich mal bloß den vorderen Bereich und hier ein bisschen, ne? Beziehungsweise, warte mal, ich hätte doch so eine Idee. Nein, ah. Nein, die sind zu hoch, um... Verdammt, okay. Alles frei. Ich hoffe mal, dass es weniger als 10 waren. Nein! Ah, Fifufei. Nein, habe ich sogar verkackt. Nein. Lass uns mal schauen, ob das genügend waren, ob das zu viele waren. Weil das Zielen hier ist mit dem Stick einfach total behämmert. Man kann sie nicht mit Bewegungssteuerung machen, was ich total scheiße finde. Oh, hoffen wir mal, dass es so war. Ansonsten habe ich jetzt Pech gehabt und ich schneide das dann rein, wie ich das schön abschließe. Hm. Na gut, dann schneide ich es rein. Bis gleich. Endlich geschafft. Boah. Es war nicht ganz so leicht. Muss ich ehrlich sagen. Es gibt leichtere Aufgaben. Aber gut, jetzt finden wir unseren Pixelfreund noch. Machen auch das nächste Level. Mein Gott, habe ich hier wieder viel Zeit verballert. Schauen wir mal. Also, das ist mir irritiert. Ganz oben ist doch so ein komischer Block. Ich weiß aber nicht, wie zur Hölle ich da hinkommen soll. Na gut. Vielleicht werde ich es nochmal rausfinden, aber nicht mehr in dieser Folge. Nee, hab ich keinen Bock mehr auf das Level, Mann. Das werde ich in der nächsten Folge mal zum Anfang bringen. Dann vielleicht nochmal als Anschluss in diese Folge. Gucken wir mal. Gut, machst du mal die Seite. Das ist halt so ein langwieriges Level, ne? Das ist das, was ich so ein bisschen blöd finde, weil das Geballer kostet so viel Zeit. Das nervt halt schon, ne? Aber es wird halt ordentlich geballert hier bei Captain Toad. Wer kennt das nicht? Puzzlespiel, in dem geballert wird. Nennt sich auch Uncharted. Also ein Schatzsucherspiel zumindest, wo geballert wird. Ja, komm nur her, du. So, jetzt dürften wir alles haben. Na, dich noch nicht, okay. Dich holen wir uns auch noch. Ist die Frage, na gut, von da aus reicht es nicht. Doch, da. Jetzt ist immer die Frage, wo man den halt dann noch erreicht, ne? Ja, wo er ist. Das ist ja. Hätte ich mir die Mühe gar nicht brauchen. Na gut, egal. Da. Da ist er ja. Da Pixel-Luigi, würde ich schon sagen. Toad. Pixel-Luigi war es ja, glaube ich, in der
Wii U-Fassung. Das Geheimnis des Goldreichs. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir das doch in der nächsten Folge. Genau, ich hänge jetzt noch ran, wie man an diese Box kommt, wenn das geht. Wenn nicht, dann verabschiede ich mich jetzt auf jeden Fall schon mal. Ich hoffe natürlich, die Folge hat dir gefallen. Wenn ja, lass einen dicken Daumen nach oben, dann Kommentar, wenn es was zu sagen gibt. Natürlich ein Abo, wenn du nichts verpassen willst. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Servus und Fürti.